Also Heinz, jetzt müssen wir fokussieren. Jetzt richten wir unsere volle Aufmerksamkeit auf die bevorstehende Aufgabe und dann haben wir es geschafft. Richtig, Weiner, wir lassen uns nicht ablenken. Ja, und wir gehen auf den rechten Weg ins Ziel, verstehst du, Heinz? Genau, Ziele für Ziele bis ins Ziel. Ja, jetzt ziehen wir hier durch, dann haben wir hier erledigt. Also, Heinz, bist du bereit? Fokus, Fokus, Fokus. Punkt 5. Was hast du abgezogen? Ich habe noch gar nichts abgezogen, Weiner. Alles noch, ist zu früh zum Abziehen. Nein, Heinz, Punkt 5, du ziehst den Zweitverdienerabzug ab. Weiter hinten ist nachher Säule 3a. Da ist einfach wichtig, dass du nicht vergisst, den Ausdruck einzulegen. Aber das weiss ich gar nicht, wo ich den habe. Mal schauen. Sheriff Heinz hat seinen Finger am Zweitverdienerabzug. Sein Gegner schlottert. Er kommt beinahe um Vorsorgeeinrichtung. Sheriff Heinz zögert. Ein Säule überquert die Straße, dann ein zweites und ein drittes. Sheriff Heinz bekommt eine freiwillige Zuwendung, danke vielmals, Manuela. Dann schwirrt ihm eine lästige Prämie um den Kopf. Die Prämie steigt. Ein Schuss! Heinz, Herrgottine, wo bist du? Ich bin da, Wayne, ich bin da. Ich habe noch gedacht, ich sei der Sheriff im Wilden Westen. Ja, dann muss ich dich aber enttäuschen, Heinz. Du bist nicht der Sheriff, du bist eine natürliche Person. Natürlich bin ich eine Person, Wayne. Aber weißt du, streng genommen, wäre ich eigentlich der Sheriff eine juristische Person. Nein, Heinz. Eine juristische Person ist entweder ein AG oder ein Vereinskörper. Schon klar, Wayne. Und ich habe zum Glück noch einen Vereinskörper. Herr Gottine, Heinz, hast du eigentlich auch schon mal eine Steuererklärung ausgefüllt? Das ist doch ein Seich, Wayne. Das ist eigentlich keine Steuererkläranlage. Da könnte man den ganzen Hüstrack reinrühren. Nein, Heinz, das musst du ausfüllen. Verstehst du, dem sagt man Eigenverantwortung. Der Staat nimmt nicht alles ab. Der Staat hat mir aber schon ziemlich viel abgenommen. Ja, aber wir müssen alle Steuern zahlen. Herr Gottine, einen für alle und alle für einen. Das ist eigentlich schon klar. Turnvereine, Fußballvereine, Handanalysen. Nein, einer für alle Vereine, wie die drei Musketiere. Die drei Musketiere? Ja. Und die natürlichen Personen? Die auch. Ha! 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 Da kommt doch keine Säule draus. So, Fokus, Heinz, Fokus. Fokus. Oh, Fokus, Fokus, Fiskus. Weißt du, wenn ich versuche langsam mit dem Zahlen mehr. Fokus, Fokus. Der Kampf wütet im Zahlenmeer. Der scheußliche Verzugsdienstkille seine Kanonen. Und Pirat Steuerfuß schwingt seinen Säbel. Doch dann, Captain Lohnausweis befiehlt Steuermann Werni nicht vom Steuer abzuziehen. Denn er hat eine Steuerpflicht. Oh nein, so ein Scheißdreck, aber mit seinem besten Freund, Hermann Gebühren, gelingt es ihm, die trüben Gemässer zu umschiffen. Meine. Dafür muss Werni jetzt noch mehr steuern. Was für eine Frustverlängerung. Meine. Danke vielmals, Manuela. Meine. Danke, Manuela. Heute ist kein guter Tag, zum Steuererklärungen ausfüllen. Oh, Heinz, du hast recht. Weißt du, komm, wir machen eine Frustverlängerung. Ich meine, eine Frischverlängerung. Bröschli. Manuela, das ist schon leer. Kann ich noch eins haben? Du, ich glaube, mein Glas hat ein Schlupfloch.